Ding. So, moin Leute, neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. So, wir sind jetzt im Sommer angekommen. Ist das nicht eine feine Geschichte? Endlich Sommer. Die erste Jahreszeit haben wir überlebt, das ist doch schon mal was. Wir sehen gerade auf der rechten Seite, wir sollen jetzt die Quest für Nachbarn erfüllen, 3 Stück. Eine haben wir schon erfüllt. Und zwar letzten Tag oder so. Und ja, wir machen jetzt Folgendes. Also, mein Plan für heute. Ich werde jetzt erstmal Weidenkörbe machen. Und zwar so viele wie geht. Denn wir werden gleich noch eine kleine Tour machen. Wir werden nach Gastovia gehen. Und gegenüber in den Ort auch. Dann werde ich mir erstmal meine Traumfrau, mit der werde ich ein bisschen flirten noch, ne? Die will ich ja noch irgendwie rumkriegen und so. Das kriegen wir schon noch auf die Reihe. Die kriege ich noch. Die kriege ich rum. Passt auf, Leute. Ich zeige euch, wie das geht. Und ja, ansonsten wollen wir noch mal kurz mit den Leuten ein bisschen schnacken, die da sind. Um im Diplomatie-Level auch ein bisschen zu steigen. Weil umso mehr man mit den Leuten spricht, umso mehr steigt man im Diplomatie-Level. Und Diplomatie ist doch ziemlich wichtig hier, weil man kriegt nachher dann mehr Geld für Sachen, die man verkauft und ja, all solche Sachen. Man kriegt mehr Reputationspunkte und so weiter und so fort. Darum ist Reden mit den Leuten immer sehr wichtig eigentlich. Ne? Wie im echten Leben auch, da ist es ja auch wichtig, dass man sich mit seinen Leuten gut versteht, mit dem man zu tun hat. So, ja. Die restlichen beiden Körbe, die überspringen wir mal kurz und dann sind wir gleich wieder richtig im Einsatz. So, ich weiß allerdings auch gar nicht, was wir noch als nächstes machen. Wir haben jetzt Folgendes, wir haben noch ein Gebäudelimit. Also wir werden noch die 2 Quests abschließen. Das machen wir gleich auch noch mit, ne? Ich habe ja gerade nur gesagt flirten und ein bisschen quatschen. Aber, oh, neues Niveau in Herstellung. Da gucken wir mal gleich. Da machen wir wieder Handwerker. Aufwertung von Gebäude werden zu besseren Wärmedämmung. Ja, das können wir eigentlich machen. Und handwerkliches Wissen machen wir noch ein bisschen mehr. So, passt schon. Handwerkliches Wissen ist dafür da, dass wir im Level schneller steigen, wenn wir sowas wie Weidenkörbe machen. Wenn wir in der Werkstatt da irgendwas basteln. Hier ist übrigens unser Feld. Unser Flachs ist schon erntereif. Wir brauchen nur eine Sense dafür. Und Hafer ist am Wachsen noch. Der kommt erst nächste Jahreszeit raus. So, wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Oh, 10 Kilo ungefähr, okay. Ja, wie gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Gastovia. Und gucken mal, was wir da so machen können für uns. Ob wir da vielleicht noch die eine oder andere Quest abschließen können, damit wir die 3 Quests voll kriegen. Es ist mir jetzt am Anfang, also ich habe jetzt ja nur noch ein Gebäudelimit von 4 im Moment. Das Gebäudelimit kann man in dem Spiel immer steigen lassen, wenn man im Kapitel weiterkommt. Wir sind gerade in Kapitel 3, wo wir diese 3 Quests erledigen müssen. Danach, ich weiß gar nicht, ob wir da auch das Gebäudelimit noch steigen lassen können, dadurch. Moment. Müsste hier stehen, wenn. Ja, dadurch kriegen wir 50 Dynastie-Reputation, wenn wir da das noch schaffen. Und wir erhöhen das Gebäudelimit auf 9. Und 9 ist erstmal eine schöne Zahl. Damit können wir gut arbeiten. Wenn wir 9 Gebäude bauen können, dann haben wir erstmal alles, was wir wollen. Mehr brauchen wir gar nicht. So, da sehen wir auch schon Gastovia. Können wir mal sehen, wo uns das Ganze hier hinführen wird. Bin gespannt. Ein bisschen gespannt bin ich. Warte mal, wollen wir noch vorher schnell ein paar Steine sammeln hier? Wir liegen immer... das Schöne hier ist, bei dem Dorf, hier Richtung Wasser, da liegen immer ganz viele Steine rum. Stöcker natürlich auch. Moment. Da ist ein Stein, da ist ein Stein, da. Da.
Oh, das war ein Stock. Da ist ein Stein. Also hier im Wasser, Leute. Steine ohne Ende. Ich sag euch das. Und teilweise alle nebeneinander. 11, 12 Steine haben wir jetzt. Da können wir nochmal ein paar Messer machen. Ne? Weil Messer sind besser als Äxte. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, macht lieber Messer als Äxte. Weil bei den Messern verbraucht ihr weniger Stöcke und die kosten genau das gleiche. Ja. Das haben in den letzten Folgen auch schon einige Leute darunter gepostet, dass das so ist. Ne? Also nur nochmal offiziell von mir. Das ist tatsächlich so. Die haben recht, die Leute. Ne? Mache ich gerade nur, damit wir gleich noch die zusätzlich verkaufen können, damit wir noch ein bisschen mehr haben. Und das bietet sich einfach an. Hier bei Gastovia. Hier unten am Plus kann ich nur sagen, auch parallel zum Dorf, wenn ihr hier noch weiter am Plus lang geht, da ist immer alles voller Steine. Also hier unten lang, alles voll mit Steinen. Da kann man stundenlang verbringen. Also eine Stunde kann man sich da gut aufhalten und Steine sammeln und werfen und sowas. So, das sind unsere Leute, mit denen wir schnacken wollen. Vor allem die Leute, die wir später auch im Dorf haben wollen. Moment, ich habe gar nicht geguckt, was das für einer ist hier. 3 in Landwirtschaft und 3 in Diplomatie. Also entweder ist das ein Snob oder ein Landwirt. Ein Landwirt ist das. Hopp. Ja. Und ich will die auch gar nicht einladen in meine Siedlung, weil so weit sind wir einfach noch nicht. Aber dreht sich auch nur darum, dass wir kurz ein bisschen bei den Leuten schnacken, ne? Ein bisschen Konversation hilft immer weiter. Das bringt uns immer ein bisschen voran. Es bringt immer ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen bringt uns das weiter. So, Jagoniva, komm mal her, du. Hast du den Adligen gesehen und Arbeit und was weiß ich? So, die kauft mir erstmal schön meine beiden Körbe ab. Und meine 5 Messer, die ich über habe, auch. So. Dann haben wir das nämlich alles. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, junge Dame. So, jetzt habe ich hier noch Quests zu erledigen. Das sehen wir immer an den Ausrufezeichen. Quests, die wir noch nicht angenommen haben, die sehen wir oben im Kompass auch als weißes Ausrufezeichen. Den brauchen wir nur folgen. So wie hier. Können wir nach Berthold gehen. Mister, darf ich dich etwas fragen? Was gibt es, mein Kind? Der Typ ist 17, ja. Aber ist halt ein Kind. Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen, aber dazu fehlen mir Gegenstände. Wie ein typischer 17-Jähriger heutzutage auch. Und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Meint er eine PlayStation 4? Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meinen Freunden bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ich werde dir bringen, was du willst. Bla bla. Was will er denn haben? Ein hölzernen Hammer. Um einen hölzernen Hammer zu machen, brauchen wir einen Baumstamm. Und 10 Stöcker. 10 Stöcker haben wir. Wir brauchen nur noch einen Baumstamm. Den holen wir uns hier fix. Da hauen wir kurz einen Baum um. Das ist ja nun keine große Affäre. Das kriegt man ja ganz fix gebacken. Und dann haben wir nämlich schon die zweite Quest erledigt, wenn wir die haben. So. Zack, zack. Zack und zack. Machen wir einen Hammer. So, wo ist der Bengel? Das ist der Bengel, ne? Hier. Du Bengel. Komm, hier hast du deinen Hammer. Aber benimm dich damit, ja? Mach keinen Blödsinn. Nicht, dass du einfach irgendwas baust hier. So, wo ist der nächste? Hier oben rennt sie weg. Die rennt weg von mir. Dagmar, komm mal her, Dagmar. Was machst du denn? Warum rennst du weg von mir? So, wie kann ich dir helfen? Du siehst wie ein bewährter Kämpfer aus. Kannst du mir helfen? Nachts können wir nicht heulen und Wölfe loswerden. Nope. Also Wirfjagd ist jetzt gerade nichts für mich. Wollte ich nur mal so erwähnt haben? Nein. Hier geht bei den Würfen erstmal gar nichts ab. Was ist das für ein Fragezeichen? Das ist Alvin, ne? Ja, mit Alvin müsste ich auch weitermachen, aber das ist keine Quest. Ich will jetzt Quests machen. Wir gehen mal nach Borobo rüber. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch eine Quest haben, die wir jetzt gut machen können. Damit wir hier weiterkommen. Oh, warte mal. So, das wollen wir nämlich machen. Weil wir brauchen noch eine Quest für den Nachbarn.
Und gegenüber am Dorf, da ist auch noch meine geliebte Zukünftige. Ja. Und da bin ich gerade ein bisschen neugierig und ein bisschen gespannt. Wir werden sie gleich sehen. Ich habe sie schon 2 Tage nicht gesehen. Ich hoffe, sie freut sich genauso auf das Treffen wie ich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber so ist das Leben wohl hier, ne? Hat alles aufregt. So, bevor ich hier zu den Händlern gehe, gehen wir als erstes zu der Quest. Nee, als erstes zu meiner Frau, Malvina. Malvina. Hallo, Malvina. Hast du mich schon vergessen? Nein. Ich hab dir aber noch nicht vergessen. Warte mal, was ist das? Was war das eigentlich noch für eine? Was hatte ich für. Naturforscher, würde ich sagen, ne? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Jagd. Wie ist die Arbeit? Oh. Ah, wir kämpfen uns hier langsam voran. Möchte dir was sagen, schöne Frau? Ich bewundere deine Hingabe an die Arbeit. Auf dem Weg hierher sah ich ein Beet mit wunderschönen Blumen und dachte sofort an dich. Plus 11, Leute, plus 11. Wie ist es dir letzte Zeit ergangen? Ich hoffe, es geht dir gut. Oh. Vor kurzem ging ich auf die Jagd und nahm es mit einem Bären auf plus 11. Ja klar, wenn sie Naturforscher ist, dann steht sie auf Jagd. Hat ja schon mal jemand gesagt, dass du schöne Augen hast? Plus 0? Aber Zuneigung 55. Leute, ich habe 2 Mal mit der geschnackt und bin auf 55. Das machen wir erstmal nach. Norman! Alter Haudegen! Was kann ich für dich tun? Welches Problem hast du? Es kam zu einer Überpopulation dieser Tiere und Bedrohung. Gleichgewichtsgebiet kannst du sie loswerden. Nein. Ich gehe jetzt nicht auf Hasenjagd. Hallo Mira. Die ist neu in diesem Land. Schönes Wetter heute. Okay, gleich verkackt. Leute, wenn euch ein Gespräch wichtig ist, dann könnt ihr vorher, bevor ihr anfängt zu sprechen, F5 drücken. Das ist schnell speichern. Und dann könnt ihr sprechen mit denen. Und wenn es daneben geht, drückt ihr einfach F9. Das ist schnell laden. Und dann startet ihr wieder von dem Punkt, wo ihr gespeichert habt. Nur mal so am Rande. Gut. Also die beiden Quests sehe ich gar nicht ein, dass ich da noch was mache jetzt. Das wird nichts. Also ich habe aber eine Quest. Wir können hier hingehen. Wir gehen nach Tutki. Ist ein bisschen blöd jetzt. Wir machen das. Aber trotzdem. So, Leute. Wir kommen langsam näher zu Tutki hin. Tutki, da oben. Und ich hoffe mal, da ist eine schöne Quest. Eine schöne Quest, mit der wir was anfangen können. Die uns nach vorne bringt. Hier kann man übrigens in dem kleinen Dörfchen Esel kaufen, wenn man denn soweit ist. Oh, hier sind auch Leute zum Schnacken. Ne? Kann man ja mal Hallo sagen. 23. Auch ein hübsches Mädel, ja. Du siehst leistungsfähig wie ein Wildschwein aus. Plus 6, Leute, plus 6. Okay, hätte ja klappen können. Okay, nein, wir machen jetzt die Quest. Oh, was für ein schönes Trockenfeld. So ein Feld will ich auch haben, würde. Sieht schön groß aus. Raimund. Raimund, alter Haudegen. Hast du Klatsch und Kratsch gehört? Jagd, schönes Wetter. Kann ich dir helfen? Hast du zufällig Samen bei dir? Lass dich wissen, wenn ich was übrig habe.
Was will er denn für Samen haben? Karottensamen, rote Beetesamen. Na, das sieht aber nicht gut aus. Oder verkauft er was? Nee. Okay. Damit kann ich die Quest hier auch nicht abschließen, weil ich keine Samen habe. Du hast auch keine Samen, ne? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, als wenn die Dame was hätte. Hätte ja klappen können. Okay. Dann ist unser nächster Schritt Rolnica. Unsere letzte Hoffnung. Und ich glaube, der hat irgendwie so eine mega heftige Quest bestimmt. Da können wir bestimmt wieder einen halben Tag irgendwie... Und der Tag geht schon wieder fast vorbei, ne? Da können wir bestimmt den halben Tag schon wieder Bäume fällen und irgendwas... Und Steine sammeln. Weil bei, Rolnica da... Wenn du da so eine Quest hast für Wiederaufbau des Hauses, wo du Steine sammeln musst, viel Spaß, ey. Weil Steine findest du da echt sehr schlecht, finde ich. Also in der Gegend sind echt wenig Steine, finde ich. Die ist immer hart. Eine harte Quest. Okay, wo ist jetzt das Dorf hier? Ich sehe es noch nicht. Ich glaube da hinten, oder? Ja, das sieht aus wie ein Dorf da. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist auch der Weg. Ja, ja, passt schon. Wir sind richtig. Wir sind aber sowas von wichtig. Wichtig, richtig, richtig wichtig. Oder so. So, Leute, ich bin gespannt. Die Dame hat die Quest, oder? Humira. Humira, wie geht es dir? Schönes Wetter heute. Kann ich dir bei was helfen? Ich habe meinen Bogen verloren. Oh. Wo soll ich jetzt einen Bogen herholen? Oder warte, vielleicht will die gar keinen Bogen haben. Ich nehme das mal an. Man weiß das immer nicht bei den Quests. Vielleicht will die ja nur ein Messer haben oder so. Nee, doch einen Bogen. Leute, wo soll ich das... Wie soll ich das machen? Das hat nicht geklappt. Das war ein Fail. Das war ein richtiger Fail heute. Tja, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist nach Hause gehen und meine Wunden lecken, ne? Warte mal. Aber ich nehme an, Samen haben die auch nicht. Also zumindest nicht die, die ich brauche, oder? Sind beide beim Lagerfeuer, die beiden Händler. Na da, zeig mal deine Ware. Ah doch, warte mal, hier. Der hat auch Samen. Rote Beetesamen, Karotten, die hat alles. Warte mal, Info. Kleiner Garten. Einmal Karottensamen, zweimal rote Beetesamen. Siehst du, jetzt kriegen wir es hin hier. Karottensamen, zweimal. Nee, das war eine Karotte und zweimal rote Beete, oder? Rote Beetesamen, zwei, so. Jetzt müsste ich beides, jetzt müsste ich das haben. Kleiner Garten. So. Ja, einmal Karottensamen war das noch. Egal, die Quest können wir jetzt mal abschließen. Und dann haben wir es geschafft. Dann war das doch nicht nutzlos, Leute. Dann hat es was gebracht. Oh, das beruhigt mich. Das wäre mir ja sonst wieder peinlich gewesen hier. Ja? Dann nimmt man sich extra einen ganzen Tag Zeit, um diese Aufgabe zu lösen. Und dann... Und dann scheitert man hier am Anfang schon so schnell. Ja, was heißt scheitern? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, ich glaube, auf dem Weg bis zum Händler passiert nicht mehr viel. Ich spule mal kurz vor. So, und jetzt sind wir auch schon wieder im Dorf hier. Müssen wir unsere Radochen... Nee, hier. Raimund war das, ne? Raimund. Komm her, Raimund. Hier sind die Samen, die du willst. Guckt euch das an.
Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Jawohl. So, Leute. Das ist doch von. Das war doch dann quasi doch schon ein Erfolg. Ich bin. Also für mich ist es ein Erfolg. Wir haben das geschafft. Wir haben unser Gebäudelimit erhöht. Auf 9. Ja. Das ist schön. Das höre ich gerne. Das sehe ich gerne. Und. Das sage ich meinetwegen auch gerne. Ja. Dann können wir in der nächsten Folge einiges bauen, würde ich sagen. Weil dann wird das losgehen. Ab nächster Folge geht's los, Leute. Dann werden wir bauen Lebensmittellager. Wir bauen, wie gesagt, Lebensmittellager werden wir bauen. Wir werden ein Ressourcenlager bauen. Wir werden die Scheune bauen. Wir werden die Jagdhütte bauen. Und wenn irgendwie möglich, und ein Haus oder zwei Häuser werden wir bauen. Und ein Holzfäller. Also wie ihr seht, nächste Folge geht das richtig los. Da werden wir eine ganze Menge bauen. Also nicht alles. Ich würde mal sagen, wir werden erstmal anfangen mit Lebensmittellager und Ressourcenlager. Und mal gucken, was wir in der nächsten Folge nachher noch schaffen. Aber ja, ansonsten wird das der Plan sein, dass wir die nächsten Gebäude, die kommen. Anfangs tue ich immer, also die, auch die Gebäude, wo ich als erstes Leute hole ins Dorf, das wird sein die Jagdhütte und der Holzfällerschuppen. Und normalerweise ist auch der Holzfällerschuppen eines der ersten Gebäude, die ich immer baue. Und eines der ersten. Weil ich das immer ganz angenehm finde, wenn man da jemanden hat, der schon mal Holz fällt, der schon mal Baumstämme besorgt, der schon mal ja, sich darum kümmert, dass das alles so läuft, wie es läuft. Ne? Wenn man so einen ständigen Zufluss an Brennholz hat, also an Rundhölzern und an Brennholz und an Stöckern und sowas, ist das schon eine feine Sache. Das nimmt dann schon eine ganze Menge Blutarbeit weg, sag ich mal. So dass man da viel besser klarkommt und sich mehr um andere Dinge kümmern kann. Um wichtige Dinge. Und um die Planung. Wisst ihr? Ihr wisst schon, was ich meine. Okidokili. Ich sehe mein Haus in der Entfernung. Also mein Haus noch nicht, ich sehe die Werkstatt, aber das ist genauso gut. Ja, Leute. Das war. Ja, es war eine sehr kurze Runde heute irgendwie. Und wir haben eigentlich auch nicht viel gemacht. Wir haben nur kurz ein bisschen geschnackt. Aber dennoch haben wir gut was geschafft. Wir sind im Spiel deutlich weitergekommen jetzt. Und das ist ja die Hauptsache. So, von daher kann ich nur sagen, Leute, bis morgen. Haltet euch fruchtig. Bis denn dann. Ciao.